Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Halloween. Und ja, ich habe ein Problem. Und es ist natürlich eine komische Art, jetzt ein Video anzufangen. Aber ich habe ein echtes Problem. Und zwar hat der gute Kollege von Game Menschen eine super Halloween-Aktion gemacht, wo sich viele YouTuber zusammenschließen. Wir haben eine super Playlist und jeder macht so ein bestimmtes Video zu Halloween. Natürlich irgendwas mit Spielen und Halloween. Jeder in seiner eigenen Art und das ist fantastisch. Also ich würde euch natürlich wärmstens auch diese Playlists empfehlen. Guckt die euch an, da könnt ihr ganz, ganz viele fantastische Kanäle entdecken. Aber da kommen wir zu meinem Problem. Und ich meine, ihr kennt mich. Ich bin großer Gameboy-Fan, großer Retro-Fan. Und irgendwie, wenn ihr an Halloween denkt, fallen euch da irgendwelche Gameboy-Spiele ein? Nicht so wirklich, oder? Und gut, es gibt so ein paar Spiele, natürlich, die haben irgendwelche Zombies oder sowas, aber so richtig gruselig ist doch gar nichts, oder? Wenn man so ein Gameboy spielt, das ist monochrom. Was soll da großer Halloween-mäßig sein? Ne, aber dann habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert, was nimmst du denn jetzt für ein Spiel? Du musst jetzt ja irgendwas machen. Du hast zugesagt, dass du jetzt bei dieser Aktion mitmachst, also musst du irgendwas machen. Und da habe ich was gefunden, und zwar Bubble Ghost für den Game Boy. Habe ich schon einen Test dazu gemacht, dachte ich mir auch so, ja toll, hast du ein Video dazu gemacht, ey, pff, komm, das kennen die Leute doch schon, ne? Aber ich habe auf irgendwie so einer komischen Seite im Internet, habe ich gelesen, dass wenn man an Halloween dreimal diesen Spielnamen sagt, also Bubble Ghost, dreimal hintereinander, dann muss irgendwas Gruseliges passieren. Ich meine, es ist natürlich Bullshit. Ne? Sowas kennen wir ja alle. Irgendwie so Urban Legends, die durchs Internet geistern, und die kann man natürlich nicht mal ansatzweise ernst nehmen. Ihr kennt das, ne? Und natürlich so ein süßes Spiel wie Bubble Ghost. Was soll denn da passieren? Aber ich dachte mir, hey, probier es mal, aber komischerweise, ich habe diese Internetseite auch nicht mehr gefunden, aber na gut. Heute haben wir Halloween und ich spanne euch schon lange genug auf die Schulter, auf die Folter, Mensch, Panda. Ich probiere es jetzt einfach mal. Bubble Ghost, Bubble Ghost, Bubble Ghost. Ja. Wie zu erwarten war, passiert natürlich nichts, oder? Hey! Was ist denn jetzt los? Hä? Warum ist denn dunkel? Was soll das denn jetzt? Scheiße! Was ist denn jetzt los? Ich hör Geräusche. Hat's doch geklappt? Verdammt, was ist hier los? Aua! Das tut doch weh! Was ist denn passiert? Ah, mein Kopf. Was ist hier denn los? Und wieso habe ich den Gameboy in der Hand? Ah, mein Kopf. Haha, du hast mich beschworen. Ich werde dein Unheil sein. Ich werde dir eine schlimme Aufgabe stellen, die du nicht meistern kannst. Und die Strafe wird grausam sein. Spiele das Gameboy-Spiel Bubble Ghost und stelle es vor. Was? Wer bist du denn? Und Bubble Ghost? Dafür habe ich doch schon einen Test gemacht, du Bambuspupser. Ja, das hast du. Aber du sollst es durchspielen. Ich nehme doch keine Befehle von einem Stofftier entgegen. Sag mal, hackt es noch? Was willst du denn machen? Au! Aua! Au! Sag mal, spinnst du? Ja, dann habe ich ja wohl keine andere Wahl. Ich habe ja echt Kopfschmerzen, aber naja, wenn ich muss, dann muss ich wohl. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz sympathisch. Ich habe ja schon mal einen Test dazu gemacht. Wie ihr seht, ist es ein sehr frühes Gameboy-Spiel. Und ich würde sagen,
Bevor es mein Kopf irgendwie noch mehr anfängt zu schmerzen, ich spiele es einfach mal. So stark kann es ja nicht sein. Also im Prinzip ist das Spielprinzip ganz einfach. Ihr steuert hier diesen Geist. Man fliegt halt so rum, wie ihr immer seht. Mit dem Steuerkreuz steuert sich das ganz einfach. Und Ziel ist es, diese Luftblase hier, wo ich jetzt gerade drum fliege, zum Ausgang zu bringen. Das heißt, per Knopfdruck könnt ihr pusten und können so die Blase einfach dann zum Ausgang bringen. Also im Prinzip ist das Spiel sehr, sehr einfach, aber wie ihr seht, das hat schon ein paar tricky Sachen natürlich auch. Also wollen wir mal gucken, da dürfen wir wahrscheinlich nicht hier dran kommen. Ah, ja, weil das wollen wir nämlich nicht. Ach, scheiße, ah, mein Kopf. Das haben wir schon neben verloren, okay. Also wir müssen das etwas so hoch pusten und dann einfach seitlich. Was man hier auf jeden Fall nicht machen sollte, ist wirklich hier so auf Dauer pusten gehen, sage ich mal. Aber das ist ganz praktisch, dass sich eigentlich der Geist so von selbst einigermaßen ausrichtet. Und wie ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Deswegen, damit ich hier mal rauskomme, wäre natürlich mal schön, wenn es hier etwas zügiger gehen würde. Man hat dann hier natürlich auch so ein paar kleine Hindernisse wie die Kerzen. Die kann man halt vorher auspusten, weil, ne, ihr pustet halt. Und dann muss man hier halt immer so ein bisschen boxieren. Also, wie ihr seht, ist es halt so ein bisschen ein Action-Plattformer auf jeden Fall. Nicht Plattformer. Oh mein Gott, meine Kopfschmerzen. Es ist natürlich ein Action-Puzzler, meinte ich. So, boah, das war aber knapp. Sonst hätten wir gleich noch ein Leben verloren. Eieieiei. Okay, hier wie immer die Kerze zuerst auspusten. Und dann gucken wir mal, wie ihr seht, die Levels werden natürlich immer schwieriger, logisch. Das erste Level ist natürlich nur zum Zeigen, hier, das müsst ihr machen. Aber wie ihr seht, das geht ja eigentlich voll in Ordnung. Wow, das war echt knapp. Und ich würde sagen, das schaffen wir eigentlich, oder? Weil, oh. Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist übrigens. So, hier müssen wir natürlich hier so ein paar Sachen machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel reingepustet, damit der Ventilator hier ausgeht. Weil sonst hätte er die Blase natürlich jetzt immer weggepustet. Ich glaube, es ist echt ganz praktisch, dass ich das Spiel hier schon einen Test dazu gemacht habe, dass ich hier so ein bisschen produktiv sein kann auf jeden Fall. Wie gesagt, Musik ist eigentlich sehr fröhlich. Also eigentlich hat das Spiel mit... Oh, gegen die Wand, okay. Das sollte man natürlich nicht machen. Drei Leben. Eieiei. Okay, hier kann man noch ein bisschen mehr Gas geben. Und, ach, hier habe ich noch nicht den Ventilator ausgemacht. So. Praktisch ist natürlich, dass man als Geist überall immer gut durchkommt. Oh! Das war doch hier fast zum... Ah, Mann, ey, mein Kopf. Eieiei. Okay, das werden wir ja wohl schaffen. Also wie ihr seht, es ist oft so, dass man natürlich denkt, okay, die Lösung ist eigentlich gar nicht so schwer, aber in der Ausführung ist das immer so eine ganz andere Sache, ne? So, das müssen wir eigentlich hier so geradeaus nach oben pusten können. Oh, zwei Leben, ey. Und wie ihr seht, hat man natürlich immer so ein kleines Zeitlimit da unten. Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen fummeliger hier. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wie gesagt, wichtig ist immer sehr vorsichtig zu pusten und im Zweifel immer ein bisschen mehr Zeit lassen. Weil das Zeitlimit unten, das geht eigentlich meistens in Ordnung. So, mal gucken. Ob wir das hier gut getimt durchschaffen. Und zack. Oh, das war wieder knapp, würde ich sagen. Nein! Ah, ich dachte, das wäre nur Deko, das Ziel. Ah. Es ist halt wirklich so ein süßes, super Puzzle-Spiel, was sehr einfach ist. Aber genau das macht natürlich diese Gameboy-Spiele so sympathisch, weil die eben so simpel sind und einfach eine kleine, einfache Spielidee haben. Und deswegen sind die halt immer für eine Runde zwischendurch super. Wenn man nicht gerade irgendwie die derbsten Kopfschmerzen hätte, die man sich vorstellen kann. Ich sag euch. So. Nein! Okay. Ich will nicht wissen, was gleich passiert, wenn ich das hier nicht schaffe. Also,
Konzentration, Panda. Konzentration, Panda. Nicht, dass das hier schief geht. Okay, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. Okay, okay. Und es geht weg und schnell pusten. So, das haben wir geschafft. Dieses Mal etwas aufpassen. So ganz leicht und nach unten und zur Seite. Okay, kriege ich jetzt vielleicht ein Bonus-Level? Kriege ich ein Bonus-Leben? Ach, natürlich nicht, okay. Ah, ja, ja, es wird immer enger. Es wird immer enger auf jeden Fall. Es wird echt tricky. Und ich hoffe, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann könnte das echt böse enden, Leute. Dann könnte das echt böse enden. Ich will nicht wissen, was dieser komische Psycho-Panda da... Nein! Ah! Du hast versagt und dafür muss ich dich bestrafen. Du hast nur noch einen Versuch. Sag mal, ich soll nicht jetzt vernünftig spielen, du Vogel? Ja, scheiße, wie soll ich das denn jetzt mit einer Hand spielen? Ich muss jetzt wahrscheinlich mit der einen Hand das Steuerkreuz und mit den Kindern hier die Tasten drücken. Oh mein Gott, mal gucken, ob ich das hier so schaffe, den Startknopf zu drücken. Oh, jetzt muss das mit dem Kind hier spielen. Das schaffe ich doch niemals. Wie unfair ist das denn? Immerhin, das erste Level ist ja relativ einfach. Und diese Musik, ey. Oh, die ist viel zu fröhlich. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, vielleicht schaffen wir es ja so. Wir haben es etwas geübt. Jetzt muss ich hier mal mit dem Kinn. Ich glaube hier, der ganze Blutverlust. Ich sag euch, das Geil ist so einfach hier zu steuern und gleichzeitig mit dem Kinn zu drücken und gleichzeitig auf das Display zu schauen, ey. Ah. Oh. Und? Das läuft ja gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott. Wie komme ich hier nur raus? Wo bin ich hier gelandet? Hätte ich das doch niemals hier gesagt, ey. Nein! Also hier gut getimt so zu steuern. Nein! Ich bin mit dem Kinn ausgerutscht. Hilfe. Zum Glück ist es egal, ob ich auf B oder auf A drücke. Nein, nein, geh hoch, nein. Nein. Leute. Das wird so mit dem Panda... Nein, die Kerze war noch an. Ich kann nicht mehr nachdenken. Hilfe. Hilfe. Schick bitte Hilfe. Ich glaube, das wird hier nicht gut enden. Bevor wir wenigstens den Raum hier schaffen. Nein! Nein! Wie soll ich das denn mit einem Arm machen? Wie? Oh, wie unfair! Und das soll ein faires Spiel hier sein. Verdammte Hacke. Nein! 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 Oh, was war das denn für ein beknackter Traum? Bin ja ganz durchgeschwitzt. Das muss ich erstmal mein Gesicht waschen.